Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Wir haben beim letzten Mal Clankers Cavern abgeschlossen und haben auch schon den Bubbleglob Swamp geöffnet, auf das wir die nächste Welt erkunden können. Jo. Bubbleglob Swamp, ein Sumpf und Bottles begrüßt uns. Haltet Ausschau nach einem neuen Move, du schlafmütziger Vogel. Ach, nur Kazooie? Okay, dann halt nur Kazooie. So, der Move ist direkt hier am Anfang. Und das heißt, wir können was Neues lernen. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar, jetzt kennt ihr alle Moves dieser Welt, dieses Sumpfes. Das ist sehr schön, ja. Okay, der wird uns auch noch sehr helfen. Denn, gut, jetzt könnten wir jetzt zum einen mit den Gummistiefeln die nächste Welt öffnen, weil da braucht man halt Gummistiefel für. Aber mir ist erstmal ein leckerer, goldener... Okay, er will Leckerchen essen. Er will Kazooies Eier essen. Vogeleier. Und, ja, wenn wir den finden, den füttern, dann kriegen wir ein Puzzleteil. Ganz einfach. So, jetzt erstmal hier zu dem... Zu den Gummistiefeln, ja. Mit den Gummistiefeln kann man einfach in den Sumpf laufen, wo uns normalerweise Piranhas fressen würden. Ja, nicht komplett fressen würden. Wir würden den Schaden noch aussitzen können, aber ist halt nicht so. Man verliert halt Gesundheit, das will ich damit sagen. So. Jetzt erstmal hier schön hoch. Diesen Baum. Diese Wurzeln im Grunde. So, und da ist noch ein Jinjo. Hier habe ich schon gesehen. Jinjo! Ich kann das gar nicht. Könnt ihr das? Jinjo! So richtig, so hoch. Ja, komm. Weg mit dir. Elendiger Frosch. Du hast ja nichts zu suchen im Sumpf. Okay. So, und dann machen wir auch direkt das erste Puzzleteil. Das erste Puzzleteil beruht nämlich darauf, dass man schnell ist. Wir drücken die Plattform und dann haben wir einen Zeittimer. Wir müssen ganz schnell nach oben. Wow, ich bin, glaube ich, ein bisschen... viel zu schnell und... Oh, ich rutsche, glaube ich, vom Gamepad an. Vom Gamepad an. Ich spiele gerade auf der Wii U. Nein! Nein! Banjo! Dieser Sumpf gehört und Piranhas. Wir mögen keine stinke Füße. Schön. Okay, wir sind mitten in einem Bosskampf gelandet. Igitt! Ein haariger Eindringling! Er will an unser Gold! Er will uns nie... Er wird uns nie besiegen. Schön. Ach so, die haben zwei Leben. Das sind die Superfrösche, die Knallfrösche. Die... Oh Gott, die Hammer. Ja, die Zeit, die ist mir egal. Ah. Bevor mein Gold ist in eurer Gewalt, ist die kleine Tutti alt. Ja, da haben wir noch genug Zeit. Ja, man hat im Grunde... Jetzt bin ich aber erstmal... Kommt mal her. Ich treffe hier keinen. So, weg mit dir. Du auch. Man muss den echte mit Kombination treffen. Mein? Die hüpfen zu dämlich. Das sind Frösche. So, weg mit dir. Du auch. Und du auch. Und du erst recht. Au. Na, Banjo jetzt nicht unbedingt. Ah, die Musik ist auch nett hier. Ach komm, jetzt hüpf doch nicht weg. So. Quick! Ihr seid zu stark für uns, Flippitz. Nehmt diesen Goldklumpen als Andenken. Ja. Holt, holt, haut ab. Holt und haut ab. So. Okay, dann ist das halt unser erstes Puzzleteil. Aber wir wollten ja immer noch hier dieses Puzzleteil. Und ey, das ist echt gemein hier mit den Plattformen. Am besten, man springt immer. Wenn man nämlich wenn man springt, dann ist man länger in der Luft. Ja, wenn man springt, ist das für die Gesundheit ganz gut. So, hier einmal. Ja, den Goldi, den holen wir uns auch gleich. So, hier einmal. Und am besten ab hier mit Banjo weiterlaufen. So ein bisschen langsamer. Ja. Ich bin noch... Wie krank kann man eigentlich sein? Ne? So ein bisschen hin und her springen. Ist gut für die Gesundheit. So, aber erstmal das Puzzleteil holen. Das ist auch nicht so schwer. Wenn man mit der Steuerung umgehen kann. So. Ja, wir können das Level noch nicht zu 100% lösen, da uns... uns fehlt eine zweite Schuhart. Eine zweite Schuhart, mit der wir uns ein Minispiel deutlich vereinfachen können. Und das
Wäre auch schön, wenn wir das dann machen könnten, ne? So ein einfacheres Minispiel ist besser, als es auf drauf ankommen zu lassen. Denn man kann dabei auch sterben. Also bei kleinen Minispielen kann man durchaus sterben. Also falls ihr mal irgendwie, was weiß ich mal, Charade gespielt habt, ne, da könnt ihr durchaus bei sterben. Ja, also wenn ihr verliert, dann stirbt ihr sowieso. Das ist eigentlich gut. Es ist ja so, wenn ihr verliert, dann verliert ihr erstmal so viele Herzen, bis ihr auf, oder Honigwaben, bis ihr, ja, bis ihr nur noch einen Treffer einstecken könnt. Und wenn ihr dann noch einen Fehler euch leisten wollt, ne, dann, oder wenn ihr euch dann noch einen leistet, ne, dann ist ganz schnell aus. Dann ist das Spiel aus, dann ist Game Over, ne, dann, ach komm, sterbt. Die bleiben auch beide da drin, ne. So, wir können jetzt erstmal, wir nehmen uns nochmal die Gummistiefel. Weil es so bequem ist. Kazooie, kannst du springen? Hast du das Springen mal erlernt? Das soll ja gesund sein. Hat der Arzt gesagt. Hat irgendein Arzt gesagt. Bestimmt mal. Ja. Ob Kazooie da mit ihren riesigen Nudeln... Oh Gott, die Zeit ist so knapp. So. Die Zeit ist knapp bemessen, wollte ich gerade sagen. Aber haben wir es doch noch geschafft. Ja, weil Kazooie anfangs da nicht rausspringen wollte. Dum-dum-dum. Game Over sollten wir nicht gehen. Haben wir noch genug Leben. So, dann noch einmal hier gegenspringen. Das einmal auf den X'en treffen. Auf den Kreuzen treffen. So, dann einmal hier den Move noch machen. Ja, diesen Move, ne? Also diesen Move, den habe ich auch lange Zeit nicht geblickt. Ich dachte mal, ich müsste gegenrollen oder sonst wie was. Aber es gibt ja noch den hier. Wenn ich mich ducke und dann den Angriff mache, dann ist das natürlich noch möglich. So. Das war's, ne? Dum, dum, da, dum, da, dum. Da, hä? Mensch, mit den Puzzleteilen geht's heute richtig schnell. Und da kommt auch schon der Expresszug. Nehmt die mit, oder die Express. Die Expresse. Wie nennt man das? Blatt, das Expressblatt. So. Ach ja, in dem Level gibt's natürlich auch einen Mumbo. Den werden wir natürlich gleich besuchen kommen. Das ist ja klar, ne? Den guten alten Mumbo, ne? Der uns dann immer in Tiere verwandelt. Den alten Onkel Mumbo, den muss man auch mal besuchen kommen. Ja, wir kriegen eine Verwandlung, die wir hier eigentlich nicht so sehr brauchen. Also, vorerst. Wir brauchen Mumbo für das Minispiel. Also die Verwandlung für das Minispiel, will ich damit sagen. Achso, hier habe ich alles geholt. Gut, die Frage ist, wo ist der? Ich gehe erstmal hier. Und zwar brauchen wir die Verwandlung, um in die Nasenlöcher hier zu kommen von diesem Krokodil. Da ist nämlich das Minispiel drin. Ja, und da drin sind natürlich auch Noten. Wir werden ihn deshalb auch noch in den folgenden Parts ansprechen, den Mumbo, ne? Auf sein Leiden. Der hat ja auch immer Probleme, ne? Also, so ein Schamane, der hat viel zu tun da in seinem sumpfigen Haus. Ich weiß nicht. Der muss richtig einsam sein, wenn er sein ganzes Haus nur aus Schädeln bastelt. Stellt euch mal vor, ihr lebt in einem Schädelhaus. Zum einen hat das Haus nur einen. Hat das Haus die Form eines Schädels und zweitens hat er noch dieses. Ist ja noch so, das ist. Scheiße. So, das wollte ich nur vor allem sagen. Nee, also. Dieses Haus, das besteht ja innen drin noch aus mehreren Schädeln. Das ist ja. Wo hat er die Schädel her? Die hat er bestimmt nicht beim Supermarkt geholt. Also. Das würde mich ein bisschen wundern, wenn es die Schädel da gerade mal im Angebot gibt und der sich da so sein schönes Haus zusammen gebaut hat. Sein Schloss im Himmel. Das Haus, das in den Himmel schwebt oder irgendwie sowas. Das wäre ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Das wäre vielleicht... Ja, vielleicht bräuchte der dann... Nee, er bräuchte da auf jeden Fall einen Psychopathen. Er ist der Psychopath und er braucht einen Psychologen. So rum. Er braucht einen Psychopathen, um sich ausgleichen zu können. Genau. Der muss ja seine Craziness auch irgendwo... Der muss die auch irgendwo... Ja, wie soll ich sagen? Es gibt ja zwei Arten davon bestimmt, ne? Gibt es einen, die bauen ihre Häuser aus Schädeln. Dann gibt es die anderen, die bauen ihre Häuser aus Rippen. Ja? Und dann gibt es natürlich die, die bauen aus Rippen irgendwie andere Menschen. Ja, da gibt's auch noch Leute. Das sind ganz crazy Geschichten, aber das geht dann. Das muss dann auch irgendwo gehen, ne? Wenn wir dann wissen, Mumbo, unser guter Junge, der hat schon Erfahrungen mit Häuserbau. Das
Ist sehr gut. Auf der Seite, auf der anderen Seite ist dieses, es gibt hier sogar zwei Minispiele. Und wo geht's jetzt zum goldenen Apfel hier? Goldenen Apfel. Genau, jetzt sind wir vollkommen auf den Religionstrip. Nee, aber da ist der Jinjo, okay. Ich will ja noch hier diese goldene Statue finden. Die sich hier oben irgendwo befindet, ne? Das ist ja auch noch irgendwo. Kein Geheimnis. Boah, ich frag mich, wie lange wir für Bubble Gloop Swarm brauchen. Das ist eigentlich gar nicht so groß. Beim ersten Mal vielleicht. Und uns fehlt immer noch das Puzzleteil vom Grunty-Schalter aus, Gruntys Reich. Werden wir uns auch noch holen. So, das ist nämlich das nächste Puzzleteil. Dann können wir uns beim nächsten Mal direkt zwei Puzzleteile aus Gruntys Reich holen. Ich schätze auch, mit zwei Parts sind wir dann hier durch. Dam, da, dam, dam, dam. Dam, da, dam, dam, dam. Da, 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 dam. Ba, dam, bam, bam. La, ba, ba, lam, ba, pam, 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 pam. So, ach so, da. Schön einmal rein. Mittagessen oder Frühstück, je nachdem. Ah, komm. Ja, die Kamera muss vielleicht ein bisschen besser platziert sein. Wir haben keine Eier mehr. Alter, ich gehe jetzt einfach rüber und dann fütter ich den hier. Ey! Da kommt der Zug. Okay, da waren wir ja auch schon. Da sind wir in der Honigwabe. Und hier gab es den Mumbo-Schädel, oder? Gab es den Mumbo-Schädel? Ich kann Bock kommen. Ja, da haben wir einen. So. Dann ganz oben müsste sich noch ein Puzzleteil befinden. Gar nicht mal so schwer versteckt. Ja. Badam, badam, bam, bam. Badam, badam. Ich möchte mal hier nach oben gucken. Okay, das ist schon ziemlich dunkel da oben. Ja, das ist anscheinend wirklich ein Sumpf. So, ich gehe mal vorsichtig runter. So, da drüben noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Verwandlung, um hier im Sumpf zurechtzukommen. Ich denke, wir machen das im nächsten Part. Mit der Verwandlung. Hier gibt es so viele Minispiele, wo man einfach verkacken kann und sterben kann. Aber das nächste Minispiel werde ich doch wohl schaffen, oder? Aua, meine Füße frieren und ich bin schon so ganz taub. Oh. Ja, das ist mir egal. Wir müssen erstmal... Wir gehen erstmal zum Goldi, ne? Auf die andere Seite. Wir rennen jetzt hier hin und her. So wie die Irren. Aber das hat alles seinen Grund. So. Du bist der Grund. Mumbo ist im Grunde auch auf der Seite des Sumpfes. So. Und das ist da bei der Schildkröte. Oh, nein, nicht einsammeln. Das werden wir noch später brauchen. Wir brauchen ja jede Energie, die wir kriegen können. Denn mit den Minispielen kann es ganz schnell aus sein. Ja, nicht mit den Minispielen, aber mit unserem Leben. Wenn wir zu viele Versuche beim Minispiel brauchen. So, aber hier schön auf die Pfoten drauf. Aua, das ist schon etwas besser. Aber das hat wehgetan. Bitte lass das. Aua, das tut schon wieder weh. Es ist eine riesige Schildkröte und gab es ja nicht irgendwo den... Da ist der, okay. Ach, guck mal, das ist noch ein Jinjo. Ich dachte, wir hätten den letzten bereits. Ja gut, ich komme ja auch mal ganz schnell holen. Tut es mir auch irgendwie leid, hier so ganz alleine, ohne Jinjo-Freunde. Da ist noch so eine Sparks. So. Und da gibt es auch direkt mal ein Puzzleteil für. Ich weiß nicht, ob die Position dieser Goldstatuen irgendwie random ist, aber die erste ist auf jeden Fall immer... Hä, die ist nicht random. Geh mal bitte weg, Sparks. Ja, danke. So. Ich glaube, die brauche ich. Nee, die habe ich eigentlich nicht gebraucht. Okay. Nur einmal hier drauf. Ich bin da zwar jetzt gar nicht drauf geknallt, aber das ist egal. Tanktop geht es viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Okay. Er spürt anscheinend keine Wärme, keine Kälte, aber dafür Schmerz. Wenn ich hören will, muss er fühlen. Oder ne, wie ist das? Wenn ich frieren will, muss fühlen. So ist es, ne? Genau. So, wir können jetzt in das Maul rein und finden uns an einem wunderschönen Ort wieder. Das ist nämlich, boah, meine Güte, eine musikalische Meisterleistung. Ruhe bitte, der famulöse Tip-Top-Chor wird nun meinen neuesten Werk zum Besten geben. Nein. Okay, Lila
Lila, blau, rot. Lila, blau, rot. Recht kurz, oder? Abwarten, das ist das Spiel, das ist die erste Lektion. Okay. Wo seid ihr mit euren Gedanken? Also gut, Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach. Okay. Es gibt da nämlich. Scheiße. Das ist doch dieselbe Reihenfolge. Wenn du mich jetzt verarscht, Junge, dann verarsche ich dich, ja? Wir können es wiederholen. So. Hellblau und dann rot, ne? Es gibt da nämlich eine leere Honigwabe auf dem Tisch und das hätte ich gerne. Hm. Nicht schlecht. Versucht euch an der nächsten Lektion. Okay. Rot, pink, blau, hellblau, rot. Okay, das ist ein wunderschönes Lied. Rot, rot, pink, blau, hellblau. Und dann noch einmal rot. Yeah, rot wie Blut, das macht uns Mut. Ihr seid Musik-Genies. Es folgt die letzte Lektion. Okay. Und noch einmal hellblau, dann folgt pink, gelb und gefolgt von lila, gelb, hellblau und noch einmal pink. Ich weiß jetzt nicht, womit ich angefangen habe. Achso, doch, mit hellblau. Hellblau. Das hier. Dann der hier, weiß ich noch. Scheiße, das war der lila, ne? Nein, das steht nicht so. Versucht euch noch einmal. Oder bittet mich um eine neue Unterweisung. Okay, ich will noch einmal, bitte. Muss ich nochmal ganz von vorne anfangen? Bitte sagt nein. Ich wusste, dass ihr euch dieses Stück Probleme bereiten würde. Okay, noch einmal. Hellblau, pink, gelb. Lila, noch einmal gelb und hellblau und dann noch einmal pink. Okay, ich habe rot mit lila verwechselt. So. Die Kameraperspektive ist eine andere, ne? Das ist vielleicht ein bisschen gemein. So. Dann kamst du dran, ne? Dann der lila, ne? Und dann noch einmal gelb. Das habe ich mir gemerkt. Ich wäre fast auf den hellblauen Nein. Ihr seid beide falsch. Ihr seid beide falsch. Wen soll ich trauen? Ich trau dir. Scheiße, es war doch erst der andere. Gut. Man kann zwar hier sterben, aber anscheinend, ich dachte, es würde viel mehr abziehen. Ja, gut, jetzt weiß ich selbst. Hier einmal hellblau, dann nochmal pink, gelb, lila, nochmal gelb, hellblau, pink. Gut. Gut, okay, fangen wir nochmal von vorne an. Ich komme bestimmt jetzt komplett durcheinander. Nee, aber nach zwei Fehlern sollte man es auch irgendwann mal begriffen haben, ne, wie die Reihenfolge ist. Wir sind noch Musik-Genies, ne? Da werden wir auch wissen, welche Reihenfolge das war. Man müsste sich eigentlich nur merken, hier durchziehen. Hier an der Stelle ab gelb durchziehen. Das ist viel einfacher. Wunderbar! Eine weitere Meisterleistung. Nehmt dieses einzigartige Schmuckstück an euch. Ja. Ja, Meister. Das werden wir tun. Das werden wir tätigen. Das ist unser nächstes Puzzleteil. Dam, dam, da, dam, da, dam. Da, hä? Nummer 7. Wir sind schon so weit. Tut mir leid. Aber das waren nun alle Stücke, die wir auf Lager haben. Ja, dann übt ihr mal weiter, macht ihr euren Scheiß mal. Herr Gesangsverein. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, das war eigentlich alles, was wir hier so lösen können, ne? Wir sollten uns vielleicht auf den Weg zu Mumbo Jumbo machen. Machen wir uns das? Ich weiß nicht, der Typ kann auch warten, oder? Haben wir jetzt eigentlich alles... Wir haben eigentlich alles gefunden, ne? Was zu finden gilt. Ja. So. Beim nächsten Mal holen wir uns dann die Verwandlung. Und hoffentlich... finden wir dann auch die Honigwabe? Denn es fehlt ja wieder eine. Es fehlt schon wieder eine Honigwabe. Ich krieg das Kotzen. Was ist denn da drin? Bestimmt keine Honigwabe, oder? Was ist eigentlich hier drauf? Macht mich auch ein bisschen misstrauisch. Ah, Eier. Okay, die brauchen wir jetzt eigentlich auch weniger.
dam, dam, da, dam, 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 dam. Ich muss ja aber irgendwann mal aufhören, ne? Dann fangen wir mal, hören wir mal bei 20 Minuten auf. Da ist auch noch was. Ich möchte jetzt erstmal hier auf diesen komischen Spießen vorbeischauen. Ob da vielleicht doch irgendwo dieses... Ne, hier sind auch nur rote Federn. Red Feathers. Das ist scheiße. Ja gut, dann warten wir mal hier. Gehen am besten nicht auf die Startplattform. Ehe wir noch nicht alle 100 Noten haben. Und dann kann ich sagen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Banjo-Kazooie-Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.